Schon in Wolkenatlas hat uns David Mitchell gezeigt, dass er ein Meister der Erzählkunst ist. Und auch so eine besondere Erzählstruktur finden wir in seinem aktuellen Roman Die Knochenuhren. Wie ihr schon gemerkt habt und ich auch schon gesagt habe, geht es heute um die Knochenuhren von David Mitchell. Das Ganze ist im Rowohlt Verlag erschienen und kostet als Hardcover Euro ganze 24,95. Also wer von euch überlegt, sich das zu holen, sollte vielleicht auf die Taschenbuchausgabe warten und hat stolze 809 Seiten. Ja, 809 Seiten. Das sieht im ersten Moment gar nicht so dick aus, ist aber tatsächlich ein ziemlich dickes Buch, weil auch die Seiten sehr, sehr dünn sind und es braucht eben auch seine Zeit, es durchzulesen. Worum geht es in diesem Buch? Im ersten Kapitel treffen wir die Protagonistin Holly Sykes. Wir befinden uns im Jahr, ich glaube, 1984, 1985 und Holly Sykes ist, ich glaube, 17 Jahre alt und lebt im Haus ihrer Eltern und eines Tages hat sie einen großen Krach mit ihrer Mutter, weil die nicht so ganz mit ihrem aktuellen Freund zufrieden ist oder einverstanden ist und Holly natürlich aber vehement für ihren Freund eintritt und dann gibt es so einen heftigen Krach, dass Holly von zu Hause wegläuft. Zu niemand anderem als ihrem Freund, als zu ihrem Freund. Und dort muss sie allerdings feststellen, dass ihre Mutter vielleicht doch recht hatte. Natürlich will sich das nicht eingestehen. Zurück nach Hause kann sie nicht mehr, aber bei ihrem Freund bleiben kann sie auch nicht. Und die Schule wollte sie sowieso wegen ihm schmeißen und dabei bleibt es jetzt auch. Und deshalb versucht sie jetzt ihr eigenes Geld zu verdienen und den Sommer über auf einem Erdbeerfeld zu arbeiten. Der Weg dorthin wird für sie ziemlich schicksalhaft, auch wenn sie das erst Jahrzehnte später merken soll. Aber dort hat sie eine ganz besondere Begegnung, die ihr Leben für immer beeinflussen soll. Im zweiten Kapitel treffen wir dann einen jungen, schmächtigen Mann namens Hugo Lamb. Hugo Lamb ist so der typische verwöhnte Schnösel, wie wir ihn bezeichnen würden. Er ist jung, er ist reich, seine Eltern sind reich, er ist elitär, besucht auch dementsprechend eine Schule, für die man viel, viel Geld hinblättern muss, versucht ja auch eben irgendwie so sein eigenes Geld mit seinen eigenen Machenschaften zu verdienen und wie es auch oftmals ist er ein ziemlich gelangweilter, reicher Teenager. Ja, und er ist verbringt seine Ferien in einem Skiort mit seinen Freunden, aber auch die nerven ihn ziemlich. Er hat sie schon durchschaut und er möchte eigentlich lieber sein eigenes Ding machen. Und eines Tages trifft er eine ziemlich unscheinbare, ja, dunkelhaarige Bedienung, ja, die er gern verführen möchte, aber die lässt sich gar nicht so leicht verführen. Aber Hugo Lampen setzt natürlich alles daran, um dieses Mädchen zu bekommen. Dann befinden wir uns schon in Kapitel 3 und jetzt könnte man jetzt denken, dass wir eine für heutige Verhältnisse typische Erzählstruktur haben, wo eben jetzt, wir haben Holly kennengelernt, wir haben Hugo kennengelernt, jetzt kommt wieder Holly, Hugo und so weiter. Und wir wissen schon, dieses Buch ist aufgebaut, geht vom Jahr 1984, 85 bis zum Jahr 2043, glaube ich. Jetzt könnte man natürlich denken, wir begleiten jetzt die beiden Love Story Forever oder nicht glücklich Forever, je nachdem. Nein, das dritte Kapitel ist tatsächlich das Schwierigste in diesem Buch, weil wir hier wieder einen ganz anderen Protagonisten haben. Ein ganz anderer stimmt allerdings auch nicht, denn obwohl wir den Menschen hier nicht kennen, haben wir doch ein gewisses Aha-Erlebnis, was uns auch von Kapitel zu Kapitel jetzt weiter begleiten wird, dieses Aha-Erlebnis. Und wir müssen uns aber in diesem dritten Kapitel eben wird erst diese ganze Struktur klar, wie David Mitchell uns diese Geschichte von den Knochenuhren eben erzählen möchte. Wie oftmals ist es auch so, dass wir hier einen ziemlichen Genre-Mix haben. Ja, am Anfang beginnt es eben eher mit so einer Mädchengeschichte, die eben in einen Freund verliebt ist und der enttäuscht sie dann läuft sie von zu Hause weg. Und am Ende wird es irgendwie ziemlich fantastisch. Es geht, worum genau es geht, möchte ich euch natürlich nicht verraten. Ich möchte euch aber sagen, dass es im Ende auch ein übernatürliches Element, eine Art übernatürliches Element. Es gibt zwei Seiten, die verfeindet sind und jetzt gegeneinander kämpfen. Und am Ende dieser Showdown und Holly eben als Figur, die sich durch das ganze Buch zieht, die auch mit den Jahren natürlich, wie es auch immer so ist, älter wird und nicht immer die Hauptrolle in den Kapiteln spielt, aber doch immer irgendwo immer mal wieder auftaucht und am Ende natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Und gerade diese zwei Fronten, die da aufeinandertreffen, wie, wieso, weshalb, werde ich euch natürlich nicht verraten. Die Theorie hinter dieser fantastischen Geschichte war für mich ein bisschen verwirrend.
Ich habe nicht so hundertprozentig jetzt die ganzen Hintergründe, also wie das alles so funktioniert und welche Gruppe was und weshalb, ich werde es dann sehen, wenn ich es lese, habe ich jetzt so grundsätzlich verstanden, aber so ganz in die Tiefe habe ich jedenfalls als Leser nicht das Gefühl, eingedrungen zu sein. Nichtsdestotrotz begleitet uns David Mitchell über diese 800, mehr als 800 Seiten. Es ist tatsächlich ziemlich gut geschrieben. Am Anfang hatte ich so das Gefühl, also in einem Stephen King Roman zu stecken tatsächlich, weil auch Stephen King diese Art hat, mit einfachsten Dingen, mit Alltagssituationen eben den Leser zu packen und ihn reinzuziehen und dass man einfach mal weiterlesen will. Wie gesagt, ich war in der Mitte, halt irgendwie ab dem dritten Kapitel war es ein bisschen schwieriger, weil man das erstmal irgendwie verstehen musste. Am Ende hat David Mitchell für sich wieder ein beliebtes Thema aufgegriffen, was auch schon Thema in der Wolkenatlas war. So konnte man so ein bisschen Parallelen ziehen und ich hatte das Gefühl, der Autor möchte mir irgendwas damit mitteilen. Ansonsten sehr, sehr schön strukturiert über diese Jahre. Diesmal haben wir ja nicht wie in der Wolkenatlas, wo das von irgendwann 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert anfängt bis zum Ende der Zeit und dann wieder zurück. Nein, hier haben wir tatsächlich einen linearen Zeitstrahl, den wir verfolgen im Leben von Holly Sykes natürlich. Wie gesagt, auch wenn sie nicht immer im Spotlight steht. Ja, eine sehr, sehr schöne Geschichte, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat zu lesen. Auch immer so wieder diese Verknüpfungen, die auch in Geschichten halt immer wieder Spaß machen. Wenn wir zum Beispiel auch nur Harry Potter von J.K. Rowling nehmen, wo dann im fünften Buch irgendwas kommt, was im zweiten Buch angesprochen worden ist und diese Verknüpfung, diese Aha-Erlebnisse, das ist einfach das, wenn ein Autor das schafft, ist das einfach genial und mir hat dieses Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe dem Buch im Endeffekt 4 von 5 Sternen gegeben, weil es mich nicht so 100% catchen konnte, wie zum Beispiel der Wolkenatlas. Und am Ende haben sie mir auch so ein bestimmtes Wort oder einen bestimmten Präfix zu oft gebraucht. Und es war sowieso schon so ein komisches Wort, fand ich jedenfalls. Und das hat mir irgendwie das Lesevergnügen so ein bisschen vergeht. Aber nichtsdestotrotz... 4 von 5 Sternen ist ein super Buch und eine super Bewertung. Und wer Fan von David Mitchell, brauche ich sowieso nichts zu sagen, aber ansonsten kann ich euch dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Das war schon mit meiner kleinen Rezension. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wenn ihr dieses Buch auch schon gelesen habt oder wenn ihr es jetzt gerne lest wollt. Und ansonsten könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare da lassen. Eigentlich wäre diesen Monat an dieser Stelle ein Bookhaul dran, aber ich habe 2 ganze Bücher gekauft. Und das lohnt sich nicht, also warte ich bis nächsten Monat und da gibt es dann einen Bookhaul mit hoffentlich mehr, was haben wir da, Juni? Ja, mit hoffentlich mehr Büchern. Ja, also wie gesagt, für 2 Bücher lohnt es sich einfach nicht, ein ganzes Video zu machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ich merke schon, ich krieg's gerade nicht mehr hin. Also wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.